Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ark the Island. Wir haben hier mal schon mal ein paar Skorpione gezähmt. Eigentlich nur Lobobs bis auf den Stecher. Um schon mal an Kibbel für den Rex zu kommen. Dann war es echt stressig, hier mal zwei Mikroraptoren alleine aufzutreiben. Das war jetzt nicht ganz so einfach, weil die meistens zu zweit oder zu dritt unterwegs sind. Hauen dich mal ruckzuck vom Tier und betäuben dich. Da ist es schon nicht ganz so einfach. Die beiden schnell angehitscht. Und verpaart, dass wir hier ein paar Eier bekommen für Kibbel. Es geht auch echt schnell in diesem Cooking Pot. Da brauchen wir noch zwei. Stellen wir mal unseren neuen, einen neuen Argentavis mal auf Passiv. Dann nehme ich hier oben nochmal ein bisschen Zuwachs bekommen und jetzt mal die Argentavis-Zucht eröffnet. O44er, 238er, relativ vernünftige Werte. Jetzt mal gezüchtet. Dann haben wir erstmal. Eigentlich sollte es hier noch irgendwo einen Mahn geben. Wo man die jetzt ist. Ach, da hinten in der Ecke steht sie ja. Mom und Dad. Die beiden, die sind jetzt erstmal Ausgang für die neue Generation. Haben jetzt schon fast 500 Schaden. Der hat ein paar Level schon bekommen. Ne, vor allem auf Ausdauer. Aber die Grundwerte sind schon mal sehr vernünftig. Da kann man schon mal einen ordentlichen Argentavis von züchten. Oh. Oh nein, ich wollte nicht aufsteigen. Ich würde eigentlich gerne das Ei haben. Schon wieder? Achso. Habe ich, glaube ich, ein Ei verpasst. Das wird jetzt automatisch. Das sieht ganz witzig aus, wenn Eier drin sind. Passt ja. Ja, quasi Ostern. Ja, die werden dann automatisch hier reingezogen in den in die Hatchery hier. Ist auch von der S-Plus-Mod. Und werden dann auf 1% runtergebrütet. Das heißt, dann brauchst du sie nur rausnehmen, wenn du sie brauchst. Schmeißt du nochmal kurz vor die Klimaanlage und fertig ist. Dürfte nicht mal eine Minute noch dauern, bis die dann fertig sind. Aber das hier hätte ich jetzt gerne erstmal wieder. Das ist das Mikroraptor-Ei, da brauchen wir noch Kibbeln. Ganz praktisch eigentlich. Läuft mit Nachwuchsdünger. Hier das Schild, da gibt es immer ein paar kleine Nachrichten für den Weide. Da tauschen wir uns immer ein bisschen aus. Dürfte auch gleich schon das nächste noch kommen. Nehmen wir gleich noch mit. Dann hätten wir erstmal 6 Stück zusammen. Los, hau rein. Rein. So. Dann können wir die auch erstmal wieder ausknipsen.
Die beiden. Schon der Mais vergammelt. Sekunde. Nein, ey, das gibt's da nicht. Oh, Gott sei Dank. Schon mal in dieser Tür verbuggt. Bin nicht mehr rausgekommen. So, einmal Mais noch, bitte. Legen wir gleich mal kalt. Jawohl, dann haben wir jetzt 6 Stück zusammen. Dann borgen wir uns mal von dem Weide die gute Flinte. Tür. Wir machen uns mal auf zu unserem neuen Zähmkäfig. Da wartet schon ein 145er Iguano dann auf uns. Hm? Den haben wir hier mal hingestellt. Stargate dabei. Wenn man jetzt irgendwie mal ein gefährlicheres Tier dabei hat, müssen wir nicht oben raus, wo unsere Tiere stehen. Wenn es dann doch mal entwischt, könnte es dann Schaden machen bei unseren gezähmten Tieren. Deswegen hier ein bisschen abseits, da passiert nichts. So, für das Iguanodon brauchen wir nämlich 2 Mikroraptor-Kibbel. 2 Schuss mit der Flinte, dann liegt er. Das war 6 Stück, hieß es. Ich hoffe, das passt auch. Schnell verliert er den Torpor. Der Bursche. Gemächlich. Okay, da haben wir Zeit. Sollte hinhauen. Du, Level 10. Übel. Na, können wir schön von rechts und links auf die Rampen von oben runter schießen. Ist das Zähmen echt easy. Hier unten haben wir schon mal ein paar Tiere runtergeparkt. Muss vielleicht noch der eine oder andere Stall errichtet werden und vernünftig Tiere mal aufgeräumt hingestellt werden. Machen wir nochmal. Jetzt würde ich gerne mal ausprobieren. Hier gibt es noch so viele Werkbänke bei S+. Carpenter's Table, den Blueprint Maker, den probieren wir jetzt mal aus. Hier nochmal vom Schmied und Villager Table. Den stellen wir mal. Ich würde mal versuchen. Oh, der ist ja schlicht. Junge, das ist ja ein Ding. Ja gut, was soll's. Können wir ja bald unter das Fenster stellen. Den hauen wir jetzt einfach mal hier hin. So.
Wie kann ich jetzt... Ja, was mit dem Blueprint machen? Eigentlich dachte ich, könnte aus Gegenstände in Blueprints umwandeln. Aber als Film machen kann man ja hier nicht. Ich werde es ja nochmal reparieren. Vielleicht muss sie komplett heile sein. Ja, converts structures to blueprints. Structures, okay. Also mit Waffen geht's wahrscheinlich nicht. Sätteln anscheinend auch nicht. Da muss ich mir, glaube ich, nochmal angucken, wie das genau funktionieren soll. Gucken wir mal kurz nach unserem Iguanodon. Dass da nichts schief geht. Und er ist schon fertig. Okay. Du kommst mal auf neutral. Komm mal mit. Ganz gut tragen. Schon sehr schnell. Aber Gesundheit. Nahkampfschaden lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Hat sogar nur 5 gebraucht. Den kann ich nicht tragen, ne? Oh, den kann ich tragen. Oh ja. Kommt auch ein gelber Loot runter. Den nehmen wir sehr gerne mit. Iguanodons stehen da hinten. Auch schon wieder ein Ei da gelassen. 30. Können wir mal wieder losmachen, die Jungs. Sieht ja witzig aus. Ja, gib mal her, kann ja nicht schaden. Bringen wir die mal rein ins Haus. Unhitch.
Hier hoch. Dann könnt ihr da Platz nehmen. Oh, schon wieder ein paar Level. Ich gebe dem ruhig mal 5000 Leben. Wie viel bricht er dazu? Was, 300? Okay. Gewicht ist ausreichend. Ausdauer pumpen wir nochmal ein bisschen auf. Ist auch fast ein 100er dazu. Mal aufräumen. So. Dann schauen wir noch mal eben. Sind ja noch ein paar Tische. Wollte ich eigentlich oben bauen. Genauso hier so. Oh ja. Auch relativ unübersichtlich, was man hier so machen kann. Ich dachte, hier wären irgendwie mal Baupläne oder sowas drin. Man die anderen gleich mitnehmen sollen. So, na klar, ich habe ja auch noch fast nichts gelernt von den Geschichten. Haben wir hier noch den Villager Table. Stellen wir hier noch neben. Jawohl. Den Blacksmith Table. So, jetzt haben wir hier für den Carpentry Table auf Level 5. Weiß ich nicht, so um die 30 Gramme wahrscheinlich. Hier sind die Sachen für den Villager und den Blacksmith Table. Da können wir nochmal so einiges bauen. Mason Table mit für die Basel-Mod haben wir ja schon. Okay, hier zum Beispiel. Die ganzen Waffen sind die Blacksmith-Geschichte. Das probieren wir dann nach und nach nochmal aus. Essen Table, Miststone. Okay. Können wir auch nochmal eine Mühle, eine Windmühle bauen. Da werden wir uns im Laufe der nächsten Folgen dann nochmal gepflegt drum kümmern. Ich werde mal zusehen, dass ich Dad noch ein bisschen gelevelt kriege. Bauen wir vielleicht nochmal ein paar Explorer Notes ab. Dann sollten wir bald auch schon genug Kibbel haben, um mal uns auf die Suche nach Rex zu begeben. Auf jeden Fall steht jetzt noch mal einiges an
was gezähmt werden muss. Das werde ich dann wieder mit dem Wider zusammen machen. Und wenn was Spannendes anliegt, sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Für diese Folge erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.